Nee, ich glaube noch nicht. Hör hin. Ich glaube noch nicht. Aber ich habe ja den Community-Char, mit dem kann ich das tatsächlich mal ausprobieren. Mit der neuen mit einer anderen Sprache. Hör hin. Fühl es. Ja, gucke mir ja eh nur die Szenen an. Also die gesprochen werden. Da kann ich das gleich mal einstellen. Oder nachher. Muss ich mich nur dran erinnern. Ja, ist Hör durch. Hin. Fühl es. Ich glaube. Gleich auch österreichisch. Gott, wie lang es her ist. Zumindest, dass ich das Ding hier nicht geskippt habe. Meistens skippe ich es ja. Ich glaube, bei Schnoberto habe ich es auch geskippt. Waren das noch Zeiten? Bis auf die Augenfarbe ist der Schad tatsächlich fast komplett so wie damals, wo ich angefangen habe. Fast. Ich glaube, die Nase ist auch noch eine andere. Hey, hey. Hey, hey, hey. Okay. Alles in Ordnung, Kindchen. Ich muss die Schrift größer stellen. Du stöhnst ja im Schlaf und schwitzt, dass man es nicht mit ansehen kann. Hi. Lange nicht gesehen. Du kommst mit dem Äther hier nicht zurecht, hm? Tja, manche sind empfindlicher als andere. Aber Kopf hoch. Du gewöhnst dich dran. Ex oder Braunschweiger! Ich liebe euch. Hallo, hallo. Ich weiß gar nicht, wo ist meiner? Ach, meiner sitzt hinten auf dem Sofa. Geht's dir wieder besser, Cooper? Oh, du kannst uns sehen. Ich wusste es. Wie schön. Wir sind Mokris und wir leben im Wald. No, ich liebe so. Es ist so niedlich, ey. Normale Leute können uns nur sehen und hören, wenn wir es wollen, Kupo. Das bedeutet, du bist jemand Besonderes. Nein. Dann weißt du vielleicht sogar schon Bescheid. Der Wald ist in Unruhe, Kupo. Hast du von den seltsamen Dingen gehört, die hier passieren? Schlucken kann er. Na dann, mach dir keine Gedanken, Kupo. Sei einfach vorsichtig. Wir müssen weiter. Bis bald. Kupo! Ich will nie erfahren, wo wir herkommen, oder? Nee. Nicht, dass ich wüsste. Es sei denn, es war in der Stelle, wo ich es geskippt habe. Aber ich meine nicht, nein. Würde mich aber auch mal interessieren, wo wir eigentlich herkommen. Was unsere eigentliche Heimat ist. Würde mich echt mal interessieren. Ja, das ist ja wie der namenlose Held in Gothic. Falls Gothic jemand kennt noch. Ist doch ein gutes Stück bis Gridania. Plaudern wir doch ein bisschen, wo du schon wach bist. Die da haben nämlich nicht so viel für Gespräche übrig, wie es scheint. Das hängt doch mit dem Baum-Ding zusammen. Echt? Die gegebenen Infos würde ich sagen, wir kommen irgendwo aus unserem Startgebiet her. Ich glaube, das habe ich schon alles gar nicht mehr auf dem... Ich glaube, das habe ich gar nicht gelesen, Jenny. Ich glaube... Ich glaube, das gehörte zu etwas, was ich nicht gelesen habe. Ich weiß es tatsächlich nicht. Seht ihr? Seht ihr? Jetzt wisst ihr, warum ich es nochmal lese. Ach ja, das hatte ich gerade. Bremond ist der Name. Name. Händler. Freut mich über alle Maßen. Ich habe das Baumut-Ding bei einem anderen Streamer gesehen. Ah, okay. Ja, ich weiß. Ich habe keine Ahnung mehr. Und du?
Bist von der Abenteuerin, was? Sonst wärst du nicht so ausstaffiert. Und dies ist eigentlich im Intro von... Reborn. Wie war das Intro nochmal? Der hat darüber gesprochen von... 1.0 und diese Endsequenz. Ja, ich muss das mir nochmal angucken. Ich habe ein bisschen was aufzuholen. Voll in Schwarze, wusste ich's doch. Der Ruf der Freiheit, Ruhm und Ehre, das wahre Leben. Bahamut, mächtiger Badaboom. Opa greift ein, teleportiert alle weg. Whee! Okay. Dann reiten wir mit dem Schokobo den Berg runter. Okay. Ich glaube, an die Schokobos erinnere ich mich. War das die Sequenz mit dem richtig geilen Lied? Wie heißt das nochmal? Answer? Oder wie das hieß? Solange du es hast, versteht sich. Ist ja kein Geheimnis, dass die meisten von euch draufgehen. In Zeiten wie diesen. Danke. Und wie bist du aufs Abenteuer angekommen, wenn ich fragen darf? Um ein Vermögen anzuhäufen? Sicherlich nicht. Um Ehre zu erringen. In Zeiten, 5 Jahre sind vergangen. So müsste richtig sein. Okay. Ja, dann erinnere ich mich vage dran. Dann erinnere ich mich echt vage dran. Soll ich mir mal angucken. Ehre, wem Ehre gebührt. Ja, da bist du hier gut richtig, Mädchen. Hier gibt es genug Aufgaben zu erfüllen, um dir einen richtigen Glorienschein zu verdienen. Wenn du ankommst, solltest du gleich in der Abenteuergilde vorbeischauen. Die zeigen dir, wo es in Gredania lang geht. Und einen direkten Weg zum Heldentum auch. Wie recht er doch hat. Aufgaben über Aufgaben. Drecksarbeit über Drecksarbeit. Kann man auch so. Kann man auch sagen. Aber merkt ihr eins. Es gibt Wichtigeres als Gilde und Ehre. Klar, nichts ist umsonst. Aber der Tod kostet das Leben. Nein! Wobei, ja gut, trifft auf uns nicht ganz zu. Ich stehe trotzdem wieder auf. Halt! Anhalten! Servus? Hörst du das? Wenn man davon spricht. Was ist denn los? Ein Gefecht mit den Ixel. Wir haben die Lage unter Kontrolle. Aber fürs Erste ist die Durchfahrt gesperrt. Wir... Wenn du das sehr gemütlich spielst, sind das bestimmt 450 bis 500 Stunden Spielzeit. Ja. Ich meine, ich habe ja jetzt schon 2500 insgesamt. Verflucht, wir halten sie auf. Versucht mit der Kutsche durchzubrechen. Fahrt! Ist gerade gar nicht. 2452 Stunden insgesamt. Ja. Ne? Der Standpunkt eines deutschen Spielers war nicht. Ja gut, jetzt stimmt. Wir können jetzt die Zeit festhalten. Das war aber näher, als mir lieb ist. Ich weiß gar nicht, doch. Man könnte irgendwie... Ich zähle einfach die Zeit zusammen. Wie lange wir insgesamt für brauchen. 3 Jahre später! Nett von den Ixel, dich willkommen zu heißen, oder? Ja, ne? Schatz beiseite. Das wird dich dein letztes Treffen mit dem Federvieh gewesen sein. Bleib immer schön auf der Hut, hörst du? Bist du eigentlich zum ersten Mal in Gredania? Ah, komm, ja, wir sind das erste Mal da. Ja. Aber das mache ich doch so gerne. Im Ernst, wenn das so ist, dann lass dir mal von einem Ortskundigen erklären, was hier läuft. Gredania ist eine Waldstadt mitten im Finsterwald oder auch Wald der Einkehr, wie ihn die Bewohner nennen. Eher Finster als Einkehr, würde ich sagen. Alles voller wilder Viecher, die dir an den Kragen wollen, vor allem die Ixal. Als ob die Katastrophe vor ein paar Jahren schon genug angerichtet hätte. Machen sie den Gredanien seither das Leben schwer. Nice. Ah, endlich.
Hier ist die Wolfsstadt Kredania, behütet von den Gebietern, gesegnet mit den Schätzen der Natur und mannigfachem Ungetier. Ja, stimmt! Der Playtime. Das uralte Waldgebiet im Herzen Eoseas. Hier liegt der Stadtstaat Kredania, das kulturelle und spirituelle Zentrum des Waldreichs. Auch mal gesehen, das ist den Anfang. Trotzdem gehypt, ey. Einst war es ein Zufluchtsort vor allen Gefahren außerhalb des Hags. Doch nicht einmal die Gebieter, mächtige Wesen des Finsterwaldes, vermochten die siebte Katastrophe abzuwenden. Bin immer am Überlegen, wer das da gerade erzählt. Wurden unzählige ihrer Hoffnung. Wir sind erst 30 Tage zählt schon. Ist aber auch schon eine Menge. Ach so. Das war. Oh Gott. Doch nun erscheint jemand Besonderes. Könntest du recht haben. Nichts von seinem Schicksal ahnend. Hab denn nie drauf geachtet, aber könntest du recht haben. Spieler auch erst seit Januar. Ist aber trotzdem schon eine Stange an Zeit. Ist trotzdem schon eine Menge. Ja, wann habe ich angefangen? Letztes Jahr. Ja, März, April rum. Aber ich habe auch gesuchtet. Viele, viele Stunden. Hier beginnt dein Abenteuer. Alles Glück der Welt, Kind. Es war mir ein Vergnügen. Ich muss auf dem Markt nach dem Rechten sehen. Und dann geht's gleich weiter. Keine Zeit zum Däumchen drehen. Das Spiel hat jedenfalls nicht anders gemacht. Glaube ich dir. Hier, das gebe ich dir dafür, dass du vorhin meinen Hintern gerettet hast. Ich liebe ihre Augen einfach. Du hast mir immer noch nicht deinen Namen verraten. Na, aber viel wichtiger ist der folgendes. Dass du eine große Heldin wirst und ich dann allen erzählen kann, dass wir uns kennen. Na, wie klingt das? Welch außergewöhnliche Rolle wird sie in der Geschichte des Reiches noch spielen? Möge ihr Abenteuer beginnen in der gesegneten Waldstadt Kredania. Ja, hi. Muss ich gleich erstmal wieder sämtliche Sachen einstellen. Ich habe auch erst sehr spät gemerkt, wann man oder wie oft man eigentlich Alfino und Alizée sieht. Ist mir damals beim ersten Mal gar nicht aufgefallen. Weil ich da schon einiges geskippt hatte. Mittlerweile fallen sie mir auf. Du da! Ja, du! Dein Gesicht ist mir nicht bekannt. Nein, dich kenne ich nicht. Du bist eine Abenteurerin, hm? Nun denn. Als Wache des Klageregiments muss ich jedem in Augenschein nehmen, der in die Stadt will. Das gilt auch für dich. Los, stell dich herum wie angewurzelt. Gesichtskontrolle. Aber man sieht es ja, wie gesagt, schon in der Kutsche. Dann öfters mal durch hier im Gasthaus, wenn sie dann irgendwo rausgehen. Eben, als wir ausgestiegen sind. Ja. Man sieht sie. So. Okay, das kommt dahin. Dahin. So, speichern. Der Szenarioführer. Damit hin.
Na, die Größe passt. Ja. Also Xara spricht in der 15, aber nicht in 14. Aber wer das ist, weiß ich immer noch nicht. Ja. Brauche ich das Inventarschema eigentlich nicht, ne? Eigentlich brauche ich es nicht. Kann eigentlich dahin. Aufgabenliste. Muss auch nicht so riesig sein. Gut, aber dahin. Da kommt eine Leiste hin. Und das war's auch erstmal. Ah, ne. Ich will das zum alten Main nicht haben. Das, so wie ich es mir jetzt hinstelle, habe ich es noch nicht. Das vom alten Main will ich gar nicht erst haben. Nee. Bloß nicht. Dann geht das Gewusel direkt wieder los. Nee. Puh. Der mir jetzt gerade hier komplett neu einmal zusammen. So, das kann ich einmal. Hilferkommando kann ruhig dahin. Das hier. Dann kann ich. Sag mal so. Wunderbar. Was ich damit mache, weiß ich noch nicht. Es bleibt erstmal da. Status andere kann ich erstmal dahin packen. Fortschrittsbalken kommt dahin. So. Wunderbar. Ich mach den Seitenbalken doch rein. So. Jetzt. Das ist soweit alles. So. Ich hab's gleich. Alles gut. Ich sehe als Gesehenes. Vereinfacht. Vergrößert. Den, ich krieg zu oft auf den Skill, weil ich keine Geduld habe. Ton würde ich auch ausmachen. Wo war der denn nochmal? Sag mal. War das bei System? Das habe ich tatsächlich gerade überhaupt nicht gesehen. Das hier? Achso, okay, Charakter. Deadlock.
Bei Kommandos beide ausmachen. Diese beiden hier. Naja. Okay. Sehr gut. Das brauche ich nicht. Auch nicht. Stimmt. Ja, der ist halt automatisch aktiviert, ne? Ja, eigentlich auch. Erst Blots durchsichtig machen. Wird einmal zentriert. So. Ja, werde ich hier wahrscheinlich auch machen mit den Namen. Also beim anderen hatte ich es ja an. Aber werde ich hier wahrscheinlich auch ausmachen. Einfach, ich habe hier ja sowieso keine Freunde und so weiter auf dem Ding. Jetzt Streiter. Komm, Jahre. Allianzmitglieder im Kampf ist gut. Freunde. Das bleibt an. Das auch. Hilfstexte. Okay, dann muss ich das einmal gleich kurz verschieben. LP des Ziels und ich glaube, dann bin ich durch. Ja. Wie ist jetzt nochmal und die Schaltfläche für. Ist der Jackson ausblenden? Ja, das brauche ich aber nicht. Das brauche ich aber nicht. Das stört mich eher weniger. So. Wunderbar. Hoffe ich. Ja, die am wichtigsten sind sowieso, dass diese Tutorial-Dinge aus sind. Das ist das Allerwichtigste. Und dass ich gleich die Texte größer machen kann. Hat das Schicksal also wieder einen Grünschnabel in unsere Waldstadt geführt, ja? Mhm. Du bist wohl auf Abenteuer aus. Dann pass mal gut auf. Bevor du jedem zweiten Bewohner unserer Stadt ein Loch in den Bauch fragst, empfehle ich dir, erst einmal die hiesige Abenteurergilde im Mijuns Hexenstübchen aufzusuchen. Hi. Ich rede von dem Gebäude davon. Drin sprichst du einfach mit Mijun. Die leitet nämlich den Laden, wie der Name vermuten lässt. Wir können nicht einfach jeden Fremden unbesehen in unsere Stadt lassen. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Begib dich nun bitte zur Gilde und lass dich registrieren, ja? Eventuell deine Kamerastörung. Was du nicht schon gemacht hast. Meinst du. Warte. Wobei eigentlich gibt's die Kamera. Ich habe nur die Bewegungssteuerung. Das habe ich immer. Das habe ich immer. Mit dem anderen habe ich ja jahrelang, würde ich gerade sagen, monatelang gespielt und nein. Nie wieder. Nie wieder.
Also den Sprint packe ich einmal dahin. Brauche ich nicht. Das kommt dahin. Das kommt dahin und dann bin ich glücklich. Ich mag das nicht, aber hab das vorhin bei dir gesehen. Ist ja nicht Standard, ja. Nee, die Legacy, alles andere geht für mich nicht mehr. Ich muss mich bewegen können. Sonst also kriegen einen Rappel. Das hört ja keine 5 Minuten mehr aus. Hi. Servus. Ah, wen haben wir denn hier? Jemand mit aufgeschlossenem Herzen, in dem viele Fragen brennen. Du möchtest dich als Abenteurerin registrieren lassen, habe ich recht? Erst einmal herzlich willkommen in Gridania. Ich bin Mejun und das Hexenstübchen ist mein Reich. Denk nicht, dass hier sei eine gewöhnliche Gaststätte. Du befindest dich in der Abenteurergilde, der erste Anlaufstelle für jeden, der auf kleinere und größere Heldentaten aus ist. Was auch immer dich nach Gridania geführt hat, ich kann dir dabei helfen, deine Ziele zu erreichen. Umgekehrt erwarte ich von dir, dass du dich in Gridania nützlich machst und der notleidenden Bevölkerung unter die Arme greifst. Auf den ersten Blick erscheint Gridania ruhig und friedlich, aber der Eindruck täuscht gewaltig. Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Im Wald der Einkehr, der uns einst vor allem überschützte, treiben bestialische Xal und hinterhältige Räuberbanden ihr Unwesen. Im Nordosten lauern die Truppen des Galäischen Kaiserreichs und die Wunden der Katastrophe sind noch lange nicht verheilt. Damit meine ich die Verwüstungen vor 5 Jahren, als der verruchte Drache aus dem künstlichen Mond Dalamut hervorbrach und sein Feuer auf Eosea herabregnen ließ. Ach, das war das Bahamut-Ding da. Ja, wenn du wüsstest, was für Marienkäfer vor den Toren warten. Junge, ist das gefährlich. Ja. Und die Pilze. Vergiss die laufenden Pilze nicht. Oder die Mückenschwärme. Die zahllosen Armeen von Mücken, die man bekämpfen muss. Oh, furchtbare Mücken. Das war ein Inferno, sage ich dir. Trotzdem sind unsere Erinnerungen an dieses schicksalhafte Ereignis merkwürdig verschwommen, als würde es eine Ewigkeit zurückliegen. Obwohl wir alle hautnah betroffen waren, kann niemand den Ablauf genau rekonstruieren. Woran das liegt, kann ich nur vermuten, aber womöglich ist es eine Art Trauma. In einem Punkt sind sich jedoch alle Augenzeugen einig. Eosea wurde damals von einigen mutigen Abenteurern gerettet, ohne deren Opfermut niemand überlebt hätte. Ihnen gebührt unser ewiger Dank. Doch wenn wir ihren Namen in unsere Gebete einschließen wollen, bleiben unsere Lippen stumm. Wenn wir uns ihre Gesichter ins Gedächtnis rufen wollen, sehen wir nur dunkle Silhouetten, die von grellem Licht umgeben sind. Aufgrund dieses Phänomens nennen wir diese Abenteurer einfach nur die Krieger des Lichts. Von dir, meine Liebe, erwartet niemand, dass du gleich den Kriegern des Lichts den Rang abläufst, aber auch du kannst in Gridania viel Gutes bewirken. Jede Hilfe ist willkommen, also kann ich auf dich zählen? Dann müssen wir ja nur noch die Registrierung erledigen. Hier ist eine Feder, damit kannst du deinen Namen eintragen. Yay! Ich wäre dir sehr verbunden, wenn du leserlich schreiben würdest. Und keine fremdartigen Zeichen, bitte. Nee, hab ich nicht im Namen drin, keine Angst. Eldaria Eistatze, der Name gefällt mir. Damit bist du nun ein Mitglied der Abenteurergilde von Gridania. Sieh dich um und fühl dich wie zu Hause. Ich bin sicher, du wirst hier sinnvolle und erfüllende Taten verbringen. Darauf hat Gridania gewartet. Noch so eine nichtsnutzige Vagabundin. Servus. Fang nicht schon wieder damit an. Gridania ist auf die Abenteurer angewiesen. Die älteste Satzerin selbst hat uns darauf verpflichtet, sie willkommen zu heißen. Willst du dich ihr widersetzen? Ja. Natürlich nicht. Meine Pflicht ist es, die Ordnung in dieser Stadt aufrechtzuerhalten. Und genau die gefährden diese Fremden, wenn du dich an die jüngsten Ereignisse erinnerst. Und du da, merk es dir gut. Wenn du Ärger machst, schmeiße dich eigenhändig raus, und zwar in hohem Bogen. Ich ärgere niemals. Ärger, was ist das?
Mach dir nichts draus. Du musst wissen, kürzlich wurden verdächtige Gestalten im Wald der Einkehr gesichtet. Deswegen ist das Klageregiment etwas empfindlich, um es gelinden auszudrücken. Was ist denn das für Speerspitzen? Ich hab keine Ahnung. Seltsamer. Viele denken hier etwas engstirnig und misstrauen allem Fremden. Du weißt schon, aber gib den Leuten etwas Zeit, dann werden sie schon Vertrauen zu dir fassen. Bis dahin heiße ich dich in ihrem Namen willkommen. Möge dir Gridania zur zweiten Heimat werden. Oh ja. Wenn du willst, sage ich dir gerne, was es in unserer Stadt alles zu sehen gibt. Das war einfach eine Muschel auf dem Stock. Ja. Das sagen. Ja, okay, das sind nur die Fenster wahrscheinlich. Das ist gleich die Textfenster. Damit ist die Einführung des Spiels beendet. Juhu! Wir haben das Schiff. Wir haben alles erreicht, was wir erreichen wollen. Als offizielles Mitglied der Abenteuergilde solltest du dich auf jeden Fall in Gridania auskennen. Deshalb stelle ich dir drei Aufgaben, die dich zu den wichtigsten Einrichtungen führen werden. Deine erste Aufgabe ist ein Besuch beim Etheriten. Oder Etheriten. Ich glaube, Etheriten wurde das ja mal genannt. Mit Ü, also Hüten. Dieser massive Kristall steht in Neugridania nördlich von hier. Du kannst ihn gar nicht verfehlen. Der Etheriten ermöglicht dir einen unmittelbaren Transport und ist somit eine unverzichtbare Hilfe im Leben eines Abenteurers. Wenn du den Kristall ausfindig gemacht hast, musst du lediglich dessen Oberfläche berühren. Ein Mitglied des Klageregiments ist vor Ort, um dir weitere Anweisungen zu geben. Deine zweite Aufgabe ist ein Besuch bei der Gilde der Waldläufer. Es gibt keinen besseren Ort, um die Kunst des Bogenschießens zu erlernen. Sprich mit Edlina. Sie wird dir die Vorzüge eines Gildenbeitritts erklären. Auch bitte nicht. Deine dritte und letzte Aufgabe ist ein Besuch der Märkte im Herzen von Alt-Gridanias. Handelsbezug. Dort findest du Waffen und Rüstung sowie zahlreiche Gegenstände, die eine Abenteurerin auf ihren Reisen benötigt. Es gibt auf den Märkten jedoch mehr zu tun, als Waren zu kaufen und zu verkaufen. Sprich mit Pass Montre und befolge seinen Rat. Er ist allerdings zuweilen ein etwas grantiger Geselle. Biete ihm daher am besten eine meiner hausgemachten Aalpasteten an. Wie so viele Männer ist er deutlich umgänglicher, wenn sein Magen gefüllt ist. Hier, nimm dir eine Pastete. Was ist mit mir? Du hast kein Essen. Du hast deine Aufgabe erhalten, Aldaria. Möge Nofika dich auf deinem Weg leiten. Ah, eine Sache noch. Wenn du unterwegs auf Einwohner der Stadt triffst, die deine Hilfe benötigen, zögere nicht, ihnen zur Hand zu gehen. Bin mir sicher, sie werden hoch erfreut, einen Abenteurer zu treffen, der sie ihre Nöte anvertrauen können. Anfangs wird dir niemand weltbewegende Belange anvertrauen. Doch mit jeder guten Tat wird dein Ruf wachsen und mit der Zeit wirst du wichtigere Angebote bekommen. Außerdem empfehle ich dir, mit dem Lehrmeister zu sprechen. Er kann dir ein paar Tipps geben, um dir den Start ins Abenteurerleben zu erleichtern. Wir dürfen frei umherlaufen. Gleich. Jetzt. Da steht eine nackte Katze. Eine sehr nackte Katze. Feuerwerk zu unseren Ehren. Miauts, genau. Annehmen. Ah ja, jetzt hier. Fenster skalieren. Sehe ich mehr, als wenn es da unten die ganze Zeit rumschlummert. Oh, ein unbekanntes Gesicht. Bist du neu in der Stadt? Ich weiß, wer vielleicht eine Aufgabe für dich haben könnte. Wenn du Interesse hast, dann sprich mit
Schanzdelo. Was auch immer. Bonofikasha, du findest ihn vor der Weitläufer geht. Ich kann kein Französisch. Diese Namen teilweise, ne? Das ist furchtbar. Die französisch angehauchten Namen. Well, Mist. Jetzt habe ich aus Versehen weggeklickt. Meinst du das hier zentrieren? Da können Abenteurer wie du sie bestimmt nützlich machen, so. Bevor ich das nochmal wegklicke.